Ich hab noch eine Fessel. Noch eine. Ja, Zombies droppen die einfach. Fessel oder. Man kann aber, glaube ich, immer nur eine ausrüsten, oder? Ich weiß es nicht. Komplett irgendeine Ausrüstungsslot ist voll. Ja. Okay, dann spawn ich den mal, ja. Okay. Was will ich machen mal hier? Okay. Achso? Jetzt geht's los. Keiner mag die Stelle von. Hier rauskommen könnte. Ja, das ist zu weit. Er sollte vielleicht mal seine Hände fokussieren. Seine eine Hand ist schon fast down. Eine ist weg. Der Schnuppe. Wenn die auf deinen Kopf fällt, dann wäre das schon ganz im Premium. Ja, da. Ich hab einen. Ich hab Marathon-Medaillen. Ja. Wir haben Skeleton geschlagen. Damit können wir jetzt in den Dungeon gehen. Toll. Guck mal. Kann jetzt aussehen wie Skeletron. Eine Maske bekommen. Ah! Das auch noch. Also ich hab erstmal jetzt. Ich hab ein Blutbad freigeschaltet. Was? Als Schiefer. Wahrscheinlich Blutmond überlebt. Ja. Was. Schätze ich mal. Komm doch mal mit. Ich finde meinen Hut. Schöner. Möchtest du das haben? Die Maske? Nö. Nee. Gehen wir jetzt hier ran? Ja, da kannst du jetzt reingehen, ohne dass du stirbst. Ohne dass ich überrollt werde. Du wirst nicht mehr zerquetscht. Aber du musst mal oben links immer mal wieder bei den Statuseffekten gucken, ne? Ob hier aber irgendwo so ein Effekt ist, dass du. Oh Mann. Oh, hier ist ein Bild. Ob du Wasserkerzen in der Nähe hast. Knochenbruch. Oh. Ja, jetzt. Wasserkerzen. Ja, so eine blauen Kerzen. Zerstören. Ja. Ja, komm. So stark sind die Düstermagier nicht. Der Dungeon wird zunehmend schwerer im Laufe des Spiels. Immer wieder. Du kannst auch kurz nach oben gehen, healen. Oh mein Gott. Ich sehe halt irgendwie gar nichts. Ich sehe nichts. Zu dunkel. Ja. Fitz. Ja, das ist der alte Mann, den wir hier von unserem Fluch befreit haben. Wir haben Skeletron zwar gekillt, aber das war eigentlich nur seine Form. So, was wollte ich denn hier eigentlich? Da, deshalb sind wir hier im Dungeon. Wegen den Büchern. Also nicht genau wegen den Büchern, aber. Mit dieser Wutknochen vielleicht mal wieder gehen. Kann woanders wütend sein. Ah, da sind noch mehr. Sagen,
Wolke echt nicht so gut. Also, die ist dumm, kann hier nicht. Hier ist nicht so gut. So. Finde ich. Bring übrigens hier unten nicht auf diese Metallstacheln drauf. Kann ich glaube ich auch noch nicht abbauen. Doch, ich kann. Die Stacheln auf dem Fußboden mache ich schon mal so weit weg. Nee. Also normalerweise habe ich sowas schon immer dann. Alter. Jetzt bin ich gerade einmal wieder beim Sack. Dann. Och nee! Ich bin gegen die Stacheln. Ich sage zu dir noch, pass auf die Stacheln auf und laufe selber gegen. Och nee. Das ist aber ganz schön kacke. Verwitterte Gabel, was bringt die denn? Ich weiß, was ich jetzt mache. Toll, die verwitterte Gabel ist Müll. Quasi. Also falls du einen Speer haben willst aus Purpurtan, dann sag mir was. Ach ja, wir wollten Dr. Hirn oder so nochmal machen, ne? Das auch, aber ich will jetzt erstmal anderes. Was willst du denn machen? Tja. Ansonsten könnten wir auch schon den nächsten Bossfight vorbereiten. Himmel sehen und auf der... Achso, auf der Oberfläche ist gut. Ich gehe jetzt angeln. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo Wasser finde. Da ist Wasser. Ganz in der Nähe. Ach Mann. Und wir... Toll, ich habe einen alten Schuh gefangen. Ist doch schön. Nein. Nicht im geringsten. Noch einen alten Schuh. Och Mann, was ist los hier? Eine Holzkiste. Okay. Aus der Holzkiste kann man sogar noch nützlichen Kram rauskriegen. Eigentlich kann man für den Angler Quests erfüllen und dann gibt er einem täglich Items. Da ist ein Barsch. Möchtest du einen Barsch? Wenn man den kocht, kriegt man Spezialeffekte. Wir sind okay. Mann! Schleim auf Marsch hier. Gerade ziemlich deprimierend. Ich habe noch einen Dämonen-Augenbanner. Habe ich nicht platziert. Wow. Sehr gut. Ich habe Seetang. Seetang ist das Sinnvollste. Ich dachte, ein alter Stiefel ist das Sinnvollste. Ja, tatsächlich.
Muss dich mal entscheiden. Noch besser als ein Barsch. Ich glaube, mir gehen gleich die Köder aus. Na, eine alte Dose ist auch ganz toll. Oder eine Blechpistole. Nenn sie, wie du willst. Fisch von Cthulhu. Genau den wollte ich haben. Sehr schön. Man kann so wunderbar viel nutzlosen Kram. Du schläfst bei den Fischen. Ja. Hast du mir gar nicht gesagt. Ja, bin ausgezogen. Ach so. Hat das was mit mir zu tun? Oder brauchst du da einfach nur Veränderungen? Beides. Beides sogar. Nee, das finde ich jetzt nicht gut. Alter. Ja, ich kann mir jetzt wieder irgendeinen sinnlosen Farbstoff besorgen. Ja, wir haben ja jetzt auch noch hier die und den. Das sind sowieso die sinnvollsten Leute im Haus. Ja, man kann sich eine vertraute Hose, Sommerhut und... Wow, der Schneider ist wirklich ganz toll. Sonartränke und eine Menge Silber. Da nicht runterfallen. Das ist jetzt die Frage. Was machen wir? Also ich weiß, was ich gerade mache. Durchforstest du das Meer? Kannst ja links durchforsten. Ich habe schon ein Item gefunden. Ein gutes Item, finde ich. Ein gutes Item soll heißen was? Ein Schilfrohr. Ne, noch was anderes. Also ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es hört sich an. Das will ich gerade austesten. Ob es denn gut ist. Deswegen gehe ich zum Meer. Guck da nochmal, ob da vielleicht mehr Kisten sind. Zwei Kisten habe ich gefunden. Zwei. Jo. Auf der rechten Seite. Ja, kannst ja auf der linken Seite gucken. Oh, jetzt würde mir ja angezeigt werden. Was? Wenn da was in der Nähe ist. Ja, das einzige Problem ist, ich kann die Kisten nicht abbauen. Da trinke ich zu schnell. Also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich würde was. Deswegen. Ja, das denke ich mal. Wo wollte ich? Ich wollte zu dem da. Ich habe noch die Pflanze. Spiegelnder Kupferfarbstoff.
funktioniert. Ist das okay. Ein Schnorchel? Nee. Das ist was Besseres. Hast du dir hier meine Farbstoffe genommen? Nein. Ich doch nicht. Ja, an sich ist das egal. Ich brauch die nicht. Das fällt mir gerade bloß auf. Über Werkzeuge oder. Außerdem, Robin, wir haben doch einen Hammer. Haben wir? Ja, einen aus Holz. Mhm. Bau das da oben mal ab. Das war wieder klar. Wir nehmen 1:15 auf. Ja, ja, davon musst du aber nochmal so ungefähr 3 Minuten runterrechnen. Die werden dann rausgebombt. Okay, die rechte Seite habe ich komplett durchgeguckt. Ist nichts mehr. Okay. Also keine weitere Kiste. Ich versuche jetzt noch die Kisten abzubauen. Du warst gerade so ein bisschen am Laggen. So gut. Nennen wir mal einfach Kleidung. Tun wir jetzt die Skeletron-Maske rein. So, und die beiden Truhen habe ich auch ab. Was mache ich denn jetzt mal? Ich sollte vielleicht mal. Schon wieder? Toll, jetzt bin ich gerade nicht zu Hause. Ist alles so dunkel gerade. Ich finde meinen Mauszeiger nicht mehr. Ich muss noch auf der linken Seite warten. Alles abgecheckt. Nee, ne? Die Karnickel sind böse geworden. Die sind jetzt so blutend rot und ganz alles schief und so. Ach man. Du bist auf der rechten Seite immer noch. Ja, ich. Geh noch mal runter in den Dungeon. Wir können da noch Sachen finden, die sind echt gut und sinnvoll. Ja. Ist bloß schlecht, ich kann nicht sehen. Wie, du kannst nichts sehen? Ist zu dunkel da. Ist alles. Nee. Durch Blutmond ist irgendwie. Ich kann nicht sehen. Ja, das ist richtig. Nimm deine Pistole, schieß ein bisschen durch die Gegend, du imitiert ja Licht. Stimmt. Ich hab volles Inventar. Das ist doof. Ja, kannst halt trotzdem mal runtergehen, ne? Aber wenn ich volles Inventar habe. Trotzdem guten Kram, den du da mitnehmen. Also, oder austauschen kannst, wenn ich da sowieso lang komme. Ja. Das Wasser ist auch komplett rot. Ja, das merkst du aber früh. Alter. Boah, sind das viele. Boah. Ja, Wasserkerzen und Blutmond wäre das Schlimmste. Also ist das Schlimmste. Bist du da im Dungeon? Da sind mal halt leider noch Wasserkerzen. Ja, ich bin gleich im Dungeon erst und ich bin jetzt schon ziemliche Probleme. Du hast nirgendwo Meteoriten gesehen auf dem Weg nach rechts, ne? Nein. Du bist ja wieder links gelandet, na toll. Cool, wär's, wenn er genau gleich gelandet wäre. An der gleichen Stelle, meinst du? Nee. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finden würde. Mal schauen, ob wir dann bei der nächsten